Von Optimismus geprägt und hat insbesondere nochmal Bilanz der bisherigen Verhandlungen gezogen. Und die Bilanz ist gut. Also was war denn jetzt so ein bisschen, also die Bilanz ist erstmal gut, würden Sie sagen? Ja, das also, würde das ich nicht nur sagen, sondern die ist gut. Okay, also wie schaut es denn aus, was die Forderungen der FDP betrifft mit den Konservativen? Ja, wir haben ja ein Wahlprogramm und natürlich können wir das nicht zu 100% verwirklichen, genauso wenig wie die Union ihr Wahlprogramm zu 100% mit uns verwirklichen wird können. Aber es sind natürlich eine große Reihe von Schnittmengen da, die keine Probleme bereiten. Das sind ungefähr 90% aller Sachfragen, die ohne weiteres abgehakt werden können und abgehakt werden. Und das Entscheidende sind natürlich die Dinge, wo unsere Meinungen auseinandergehen. Und davon gibt es eine ganze Reihe. Die sind natürlich nur zum kleinen Teil schon entschieden, weil die natürlich dann auch auf der, wenn man so will, Ebene der Parteichefs dann hinterher gelöst werden müssen. Ja, okay, ich sehe schon. Ich meine, die FDP ist drittstärkste Partei, ja, aus den Wahlen hervorgegangen, als drittstärkste und hat ordentlich zugelegt. Richtig. Und die Konservativen haben natürlich mächtig verloren. Naja, mächtig haben sie nicht verloren. Naja, ich meine, die CSU in Bayern schon, ja. Die CSU in Bayern schon, aber unterm Strich insgesamt haben sie eben tatsächlich nach wie vor die Position der stärksten Partei und nach Mandaten sind sie sogar größer, als sie vorher waren. Das heißt, wir müssen sie schon als einen gewichtigen Faktor sehen. Jetzt hat, wenn ich konkret betrachte, liegt es ja auch ein bisschen an der SPD, die halt stark verloren hat. Ich meine, die hatten, glaube ich, das schlechteste Wahlergebnis gehabt, soweit ich weiß. Wie schaut es denn aus, dass eine Forderung der FDP, die inzwischen bei fast 15% liegt, dass sie sich mehr durchsetzen kann? Naja, wir können uns ja natürlich, ich sag's ja schon, wahrscheinlich im Ergebnis nicht zu 100% durchsetzen, sonst hätten uns nicht nur 15, sondern eben 50% der Wähler die Stimme geben müssen. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Punkten, bei denen wir schon glauben, dass wir sie mit der Union gemeinsam durchbringen. Dazu gehört, und jetzt will ich da auch bewusst sagen, als erst an das Steuer, eine Vereinfachung des Steuerrechts, eine Vereinfachung in erster Linie, in zweiter Linie dann natürlich, je nachdem, das werden wir ja dann sehen, was dann zu realisieren ist, auch eine Senkung des der Steuern und der Steuersätze und als drittes wollen wir natürlich dann langfristig die Wirtschaftsordnung insgesamt etwas erleichtern, das heißt also entbürokratisieren, vieles der von dem, was an hemmenden Vorschriften im Moment noch da ist, entrümpeln. Wobei damit nicht gemeint ist, dass etwa die Aufsicht, die Staatsaufsicht über die beaufsichtigungsbedürftigen Bereiche, etwa in der Finanzaufsicht und so weiter, aufgegeben werden. Sondern es geht eben um diese Vorschriften, die den Bürger einfach nur fesseln, ohne dass damit in irgendeiner Weise ein wirkliches Bedürfnis besteht, weil die Menschen mit ihren Freiheiten natürlich anderer Leute Freiheiten nicht tangieren. Wenn Sie mal sehen, wie die Mitarbeiter der Ordnungsämter hier in Berlin dauernd mit einem Millimetermaß kommen und nachmessen, ob die Stühle auf dem Bürgersteig vor einem Laden, wo die Leute ihre Wurst essen, nicht 10 Zentimeter zu weit links oder rechts oder zu weit vorne stehen, dann wissen Sie, was ich meine. So etwas wollen wir wegbekommen. Wir wollen nicht, dass hunderte von Vorschriften für einen einzigen Kiosk erlassen sind, sondern dass man sich dort auf das beschränkt, was wirklich notwendig ist. Jetzt, wenn ich konkret also über Finanzpolitik sprechen würde. Ja. Es gab ja den Vorschlag, dass Herr Koch aus Hessen Finanzminister werden soll. Wie realistisch ist das? Denn wir hätten ja über Personalien ist noch nicht gesprochen worden. Also es wurde halt in der Presse gesagt, ja? Ja, aber da ist viel gesagt worden. Da werden viele Namen genannt. Ich kann überhaupt nichts bestätigen und nichts sagen, weil noch nicht darüber gesprochen wurde. Mhm. Weil wir haben ja das Problem in Hessen gehabt, dass nachdem die FDP aus der Landesregierung ausgeschieden ist, weil die CDU die absolute Mehrheit hatte, dass in dem Moment es mit den Zahlen bei Arbeitslosen hochging und
der Wirtschaftsfaktor einfach runterging. Ja, aber in Hessen regiert inzwischen eine gute Regierung, nämlich eine, in der die FDP beteiligt ist. Und seitdem werden die Zahlen wieder deutlich besser. Sehen wir mal. Und so wird das, hier ja. im Bund eben auch der Fall sein. Aha. Das heißt, wir werden natürlich die gegenwärtige Finanzkrise, die ja eben nun mal von außen auch zum großen Teil gekommen ist, natürlich erstmal bewältigen müssen. Aber wir werden natürlich insbesondere die nationalen Beiträge, die zu unseren Problemen geführt haben, die wir also unmittelbar beeinflussen können, zurückdrängen. Als Beispiel eben auch diese vielen unsinnigen Aktivitäten, die eben Geld kosten, aber nicht viel bringen. Thema beispielsweise Abwrackprämie und ähnliches. Die haben nur dazu geführt, dass die ausländischen Autohersteller ihren Absatz vergrößern konnten. Das sei ihnen gegönnt. Das sei den Autohändlern, die mit diesen Autos handeln, gegönnt. Das sei den Menschen, die die Prämie bekommen, gegönnt. Nur es ist eben nicht das Ziel, was damit ursprünglich bezweckt war, nämlich in Deutschland die deutschen Unternehmen zu stabilisieren und hier eben Arbeitsplätze zu schaffen, beziehungsweise das eben nur zum Teil gelungen. Ich will jetzt das gar nicht kritisieren, wie gesagt, dass so etwas in der Vergangenheit war, weil es hilft ja nichts, das ist nun mal passiert und das ist vergossene Milch, aber für die Zukunft wollen wir das ausschließen und das gilt eben für andere Bereiche auch. Wenn ich jetzt über die Staatsverschuldung spreche, wie hoch ist die momentan? Also ich habe eine Zahl von 1,6 Billionen. Das ist so ziemlich genau die richtige. Bloß Sie müssten Ihren Zuhörern eben auch mal sagen, weil die meisten Leute sich unter dieser Zahl nichts vorstellen das können. Das weiß ich, ja. Dass wir dort eben über einen Betrag reden, das sind 1.600 Milliarden und das ist eben doch etwas ganz Verrücktes. Ja. Das sind, denn eine Milliarde sind wiederum 1.000 Millionen. Die Menschen können sich das einfach nicht vorstellen. Und deshalb müssen wir an dieses Thema ran, weil es vielleicht ist einfacher, wenn man das mal runterbricht auf jeden Bürger hier in Deutschland, vom Kreis bis zum Neugeborenen. Das sind für jeden 20.000 Euro, die er im Moment an Schulden durch die Gegend trägt und für die er Zinsen bezahlen muss über seine Steuern und die er irgendwann auch zurückzahlen muss. Natürlich eben dann kommende Generation. Und das wollen wir natürlich massiv zurückfahren, denn das belastet uns, das schränkt unseren Spielraum ein für Investitionen, das hindert uns, anständige Schulausbildung für die Zukunft zu garantieren, dass jeder eine vernünftige und sichere Rente hat. This is Sunset FM 97.2.